Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Energiepolitik ist ein gutes Stück auch Außenpolitik, na sicher. Energiepolitik ist auch Entwicklungspolitik. Es geht um Zugang zu Energie für die Menschen, es geht um ausgleichende Lebensgerechtigkeit auf der Welt und es geht um die Voraussetzung für Menschen und Regionen, sich auch entwickeln zu können. Und es geht natürlich auch bei Energiepolitik um Verteilungsgerechtigkeit. Energiepolitik ist auch, meine Damen und Herren, Sicherheitspolitik. Es geht um den Kampf um Rohstoffe und um Ressourcen. Und es geht auch darum, dass fehlender Zugang zu Energie auch ein Fluchtgrund sein kann, genauso wie der Klimawandel durchaus auch ein Fluchtgrund sein kann. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Energiepolitik natürlich auch Klimapolitik. Und Energiepolitik, das will ich an dieser Stelle betonen, ist auch Wirtschaftspolitik. Und wir müssen aufpassen, dass die Menschen in den anderen Ländern nicht glauben, die Energiewende sei in erster Linie eine deutsche Exportinitiative, sondern wir müssen sie davon überzeugen, dass die Energiewende nicht nur notwendig aus deutscher wirtschaftspolitischer Sicht ist, sondern letzten Endes auch für ihr eigenes Land wichtig ist im Innenverhältnis. Wir müssen ihnen zeigen, dass die Einwohner von passiven Verbrauchern zu aktiven Marktteilnehmern werden können mit der Energiewende. Energiewende ist also auch Wirtschaftspolitik. Energiepolitik ist auch Wirtschaftspolitik und Außenpolitik, alles richtig, keine Frage. Aber ob die Energiepolitik auch primäres Element der Außenpolitik sein muss, da würde ich an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, Fragezeichen setzen. Für uns als Energiepolitiker ist das natürlich nachvollziehbar, wahrscheinlich sogar zwingend geboten. Aber für die normalen Menschen glaube ich eher nicht. Und dazu reicht ein Blick in die Europäische Union. Im Ranking der Probleme, so weit sind wir ja schon an dieser Stelle, im Ranking der Probleme der Europäischen Union liegt die Energiepolitik nicht in den Top 3. Das ist traurig genug. Und das trotz jahrelanger Diskussionen über Energieunion und trotz der neuerlichen Diskussion über die neuen Anreize im Clean Energy Package, mit dem wir nicht uneingeschränkt einverstanden sind. Und wie schwierig die internationale Zusammenarbeit in der Energiepolitik ist, sieht man schon auf der Ebene der Europäischen Union, zum Beispiel am Strommix. Polen, Tschechien und unter anderem favorisieren den Kohlestrom. Frankreich ist mehr ein Fan von Kernenergie. Die einen haben also keinen Fokus auf CO2 und die anderen schon, aber nicht zwingend unseren. Und alle zusammen, und das ist noch viel schlimmer, denken, dass sich die Energiewende doch nur die reichen Deutschen leisten können. Und wenn die Diskussion auf europäischer Ebene schon kompliziert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist sie auf globaler Ebene noch um ein Vielfaches komplexer. Und die Herausforderungen, die sind zweifelsfrei global. Da gibt es überhaupt nichts zu vertun. Und das habe ich kennengelernt im Ausland. In Peking zum Beispiel. Unsere Besuchergruppe hatte Glück. Der deutsche Grenzwert war an dem Tag unseres Besuches, der für Luftverschmutzung, an dem Tag nur um das 30-fache überschritten. Glück. In Australien, wenn man erlebt und sieht, dass Steinkohle einfach mit dem Bagger im Tagebau vom Boden abgekratzt und gleich verschifft, weltweit verschifft werden kann. In Sambia kann man sehen, wie in einem Bauerndorf auf dem Land zwar jeglicher Zugang zu Energie fehlt und das eigentlich schon als Problem an sich identifiziert werden kann, die Menschen aber noch viel größere Probleme haben, um die sie sich kümmern, nämlich zum Beispiel irgendwie sich zu schützen vor dem um sich greifenden Landgrabbing. Und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, dass hier im Parlament deutlich darauf hingewiesen wird, dass es darauf ankommt, dass wir Parlamentarier auch in einem internationalen Austausch in der Energiepolitik stehen. Licht die was dran, dass man die in den Kolonche macht, musst du ein von den Kolonche wehen. Albert Einstein hat das wie folgt übersetzt, und Achtung, ich zitiere: Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, musst du ein Schaf sein. Man muss für den Weg der Energiewende aus der Herde ausbrechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und bereit sein, neue Wege zu gehen. Und es gibt mindestens eine Trillion Gründe, den Weg der Energiewende zu beschreiten. Überall in der Welt gibt es großes Interesse am deutschen Weg der Energiewende. Und wenn ich danach gefragt werde, dann habe ich das an der einen oder anderen Stelle durch folgende Bilder deutlich gemacht. Die Energiewende, wenn man im Ausland fragt,
ist wie einen Ball auf einen Finger balancieren. Das kann jeder von uns in der Regel. Man darf nicht nur nicht dabei einschlafen. Das heißt, man hat ständigen Nachregelungsbedarf. Und das ist keinesfalls so, dass man ein schlechtes Gesetz macht, wenn man nachregelt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Wirkungen des vorigen Gesetzes gelten und deswegen muss man neu anpassen an die Gegebenheiten. Der zweite Hinweis an die ausländischen Parlamentarier ist, es gibt keine Blaupause. Und es gibt keinen Königsweg. Man kann nicht die Energiewende eines Landes übertragen auf ein anderes, weil eben die Geologie unterschiedlich ist, weil es politische Rahmenbedingungen gibt, die den einen oder anderen Weg vielleicht möglich oder auch unmöglich machen, und weil es traditionelle Gründe geben kann, das eine oder andere nicht durchzuführen. In diesem Zusammenhang war mir bei den Gesprächen mit den Kollegen aus dem Ausland aber auch wichtig, auf einen Zusammenhang hinzuweisen, auf den man nicht zu Wort kommt. Nämlich, dass Energiewende, wenn man sie in einem Land plant, auch immer verbunden sein muss mit dem damit verbundenen Strukturwandel. Man kann die Menschen mit dem Strukturwandel nicht alleine lassen, sondern man kann nur eine verantwortungsvolle Energiepolitik machen, wenn man auch den Strukturwandel gleich mitorganisiert. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt auch für Deutschland. Wir werden uns daran messen lassen müssen, wie wir den Strukturwandel, der durch die Energiewende eintritt, auch in Deutschland meistern. Und die Welt wird uns auch auf die Finger schauen bei der Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Natürlich. Und da geht es vor allen Dingen aus meiner Sicht um Vertragstreue Deutschlands. Es geht also um Werte, die uns als Standortfaktoren in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt einmalig machen. Es geht um Vertragstreue, es geht um Zuverlässigkeit. Und es geht um Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit dürfen wir nicht durch Infragestellung des Pariser Klimaschutzabkommens einfach so infrage stellen, weil das hätte enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft. In Zeiten, in denen andere große Nationen zum Beispiel beginnen, den Klimawandel wieder infrage zu stellen, muss, und da bin ich fest von überzeugt, Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen. Das sind wir allein unseren Kindern und unseren Enkelkindern schuldig, damit die Energiewende auch in einem globalen Kontext gelingen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.